Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janusz aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Galev mit reinschauen. Okay, und der hier? Ich hatte Zahnbürsten, die mehr Widerstand gegen den Organon geleistet haben. Warum hast du sie nie benutzt? Okay, und Goal? Oh, hallo. Die ist ja eh was schwer vom Kapier. Bist du jetzt auch beim Widerstand? So bin ich. Immer zur rechten Zeit am falschen Ort. Ja. Lass uns gehen. Hier passiert eh nichts von Bedeutung. Aber Janusz sagt, ich muss hier bleiben, um für die große Sache zu kämpfen. Und er ist immerhin der Anführer, weißt du? Janusz ist ein Trottel. Janusz sagt, man muss ein Trottel sein, um es mit dem Organon aufzunehmen. Dann ist er vielleicht überqualifiziert. Ich wäre ein viel besserer Anführer als Janusz. Aber Janusz hat den Masterplan. Janusz weiß doch nicht einmal, wie man das Wort Plan richtig ausspricht. Das liegt nur an seinem Zungenfehler. Er sagt, es handle sich um eine alte Verletzung, die nie richtig verheilt ist. Hat er zu viele Chili-Dogs gegessen? Es waren 25 in 10 Minuten. Wow! Siehst du? Er hat echt was drauf. Ich habe einen besseren Plan als Janusz. Wirklich? Janusz sagt immerhin, sein Plan sei der beste. Wie kann es denn da noch einen besseren geben? Das wirst du schon sehen. Ist das aufregend? Ja. Was muss ich tun, damit du endlich mitkommst? Es tut mir leid, Rufus. Aber solange Janusz hier das Sagen hat, kann ich einfach nicht weg. Wie kann er das Sagen haben? Man versteht doch kaum ein Wort von dem, was er sagt. Ein wahres Genie kann man eben nie ganz verstehen. Aber es geht um deine Gesundheit. Wir müssen dein Implantat reparieren. Janusz sagt, wenn man für die gute Sache kämpft, muss man eben Opfer bringen können. So, und was ist sein Opfer? Er ist unser Anführer. Ich bin mir sicher, er würde für jeden von uns sein Leben geben. Wirklich? Auch für mich? Kann er das dann bitte sofort machen? Das wäre super. Ja, Janusz ist wirklich super. Lauf nicht weg, ich bin gleich zurück. Keine Sorge, hier bei Janusz bin ich in Sicherheit. Okay, auf ein neues, Leute. Es gibt also noch mehr Buchstaben, auf die wir achten müssen. Ein letztes Mal. Ich bin auf Reis. Also, Symbol. Das ist ja richtig. Ein Symbol. Ein Schwieger. Ich finde... Regel. Schnaut. Was im... Es... Wow. Was mit Ritual. Aber... Und wie... So, dann geht's jetzt los. Hier. Was ist das? Okay. Das ist eine Organon-Basis. Das hat er richtig ausgesprochen vorhin. Das ist eine Organon-Basis. Aha. Und weiter? Okay. Also, er sagt anstatt ein F sogar ein W. Also... Der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Der Organon will die Welt... Oh, ich muss denken, die Welt zerstören. Der Organon will den Erdball ausradieren. Also ein F wird zu einem W. Dann gibt's noch ein T, das wird zu einem D. Ein Z habe ich irgendwie im Kopf, dass das irgendwie so ausnuschelt. Und ein P wird zu einem B. Da ist hier nichts von drin mit dem Ausradieren. Er will den Planeten zur Explosion bringen. Da sagt der Planet, er will den Erdball ausradieren, ist glaube ich richtig. Also das ist echt Denksport-Power hier gerade und das kann man noch nicht überspringen. Der Organon würde ich auch nicht machen. Erdball ausradieren. Ja, okay. Aber was unternehmen wir dagegen? Okay. Allergieren geht ja schon mal gar nicht.
Ah ja, genau, und K ist auch noch dabei, wird zum G. Angreifen, da wird ein W. Wehren. Offensive wird aber, glaube ich, auch... Ah ne, da macht er ja wieder zwei Ws. Wehren ist richtig. Wir müssen uns wehren. So, so. Und wo, bitteschön? Da ist hier die Frage. Also, das ist die Position. Position, okay. Das hier sind die Koordinaten. Ist noch nichts bei, glaube ich. Einer dieser Organon-Basen. Okay. Ah ne, hier sagt er Koordinaten. Lage wird da eher passen sogar. Standort dieser Organon-Basen. Einer. Lage ist, glaube ich, richtig. Das hier ist die Lage einer dieser Organon-Basen. Ich erinnere mich. Red weiter. Argus will hier eine Bombe... Oh, jetzt kommt wieder das Schwere. Abwerfen. Okay, hat sich schon mal verabschiedet. Hochgehen lassen. Und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Ich glaube, das wird schon passen. Detonation, das wird schon mal nicht passen. Oder hier ist bestimmt noch irgendwas. Zerstören. Zur Explosion bringen und dadurch dem Lebenslauf um das Rostrode. Okay, hochgehen lassen und... Okay, boah. Hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Aber was machen wir mit den anderen Sprengtürmen? Wir haben noch einen Joker im Pedo. Passt schon mal nicht. Wir haben noch einen Trumpf. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Wir haben noch einen weiteren Vordeil, die Daden, Implantat, gespeichert. Okay, ich glaube das hier. Ja. Wir haben noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Oh, bitte. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Ja, genau, reiß dich zusammen. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Eine Organon-Basis. Der Organon will den Erdball ausradieren. Wir müssen uns wehren. So weit, so gut. Und was ist das hier? Die Lage einer dieser Organon-Basen. Argus will hier eine Bombe hochgehen lassen und dadurch den Lebensraum um das Meer einäschern. Sind fast durch. Wir haben aber noch ein Ass im Ärmel. Das geheime Wissen in Golds Gehirn. Ha, 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 bam. Wir haben alles verstanden. Bravo. Das ist ja alles schön und gut. Aber was bringt uns das? Zurzeit befindet sich ein elysianischer Inspektor namens Cletus hier auf Deponia. Gol hat ihn begleitet. Darum ist sie überhaupt hier. Mit ihren Codes lässt sich das letzte Hochboot in Porta Fisco aktivieren, das sie zurück nach Elysium bringen soll. Wir müssen Elysium davon in Kenntnis setzen, dass Deponia bewohnt ist. Darum werde ich Gol nach Elysium bringen. Aber natürlich. Ihr könntet versuchen, den Ältestenrat umzustimmen. Wenn sie erfahren, dass Deponia bewohnt ist, werden sie die Sprengung abblasen. Aber warum solltest ausgerechnet du nach Elysium gehen? Weil ich dem Inspektor zum Verwechseln ähnlich sehe. Das kann doch gar nicht sein. Es ist aber so. Rufus und Cletus könnten Zwillinge sein. Ein merkwürdiger Zufall. Es kommt noch besser. Argus Kreuzer hat an dem besagten Sprengturm angelegt. Seine Mission ist es, Cletus und Gol zum Hochboot nach Porta Fisco zu bringen. Während des Angriffs können Gol und ich das Chaos nutzen, um Cletus zu überrumpeln. Ich werde dann seine Stelle einnehmen. Was sagt ihr? Seid ihr dabei? Das klingt sehr riskant. Aber es ist unsere einzige Chance. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Yeah.
auf Ruvus, unseren neuen Anführer. Ui. Yay! Das war so cool. Du hast Janosch wie einen kleinen Idioten aussehen lassen. Was ja auch kein Wunder ist, wenn er sich mit jemandem von meiner Größe misst. Jetzt muss ich nur noch dein letztes alter Ego überzeugen. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese mürrische, boshafte Seite. Stimmt. Allein der Gedanke an diesen Idioten macht mich wütend. Und du hast diese unschuldige Trotteligkeit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja. Danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg irgendwie. Okay, uns fehlt ja nur noch jetzt die Lady Goal. Das heißt, wir werden auch direkt mal hier Goal. Das ist ja sozusagen die Zicke so ein bisschen. Hä? Huh? Oh. Okay. Hm? Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Okay. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Ja, Rufus. Also einer alleine ist nicht wirklich schwer von denen. Die sehen nur sehr bedrohlich aus. Einfach ein bisschen ausweichen und so geht klar. Vor allem macht er mir nur 30 Damage. Habe ich irgendeinen Schutz auf einer Rüstung oder so gegen den? Eigentlich nicht. Ich habe hier übrigens noch so einen Skill.